meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal mit den Kartensketchen weitermachen. Die habe ich natürlich nicht vergessen, auch wenn ich in letzter Zeit ein paar andere Projekte gezeigt habe. Und wir sind jetzt mittlerweile bei Kartensketch Nummer 5 angelangt. Hier liegt er, so soll es aussehen. Und ihr braucht natürlich wie immer einen Kartenrohling dafür. Und dann brauchen wir natürlich wieder ein paar Papierreste, die man immer super verwenden kann. Und ich habe mich diesmal entschieden, diese Karte in Grüntönen zu halten. Und zwar habe ich mir hier schon zurechtgeschnitten, als erstes diese Seite mal machen. Und da habe ich mir jetzt hier ein dunkles Grün genommen, was dann hier hinkommen wird. Und da drauf dann passend ein Designpapier. So mit ein paar Blättern, kann man noch ein bisschen erkennen, denke ich. Und dann brauchen wir ja noch das Teil, was da drunter kommt. Da habe ich ebenfalls in dem gleichen Grüntönen wie das untere Papier, habe ich hier noch ein Papierrest. Da habe ich sogar mal mit so ein bisschen von den Twinmarkern getestet, wie das auf dem Papier aussieht. Das kommt dann hier sozusagen da drunter. So, und obendrauf kommt dann ein helles Grün und da wird dann dementsprechend, zu welchem Anlass das sein soll, der Spruch raufgestempelt oder raufgeklebt oder vielleicht auch nur noch ein hübsches ausgestanztes Blatt und hier oben kommt noch ein Spruch hin. Das ist dann ja individuell zu machen. Ich werde die Karte auch erstmal so nackt lassen, weil ich noch nicht weiß, zu welchem Anlass ich sie verschenken werde. Deswegen steht da jetzt auch noch nichts drauf. Und hier oben rechts sind noch 3 Punkte zu sehen. Da habe ich mir hier schon so ein paar Strasssteinchen genommen. Und da werde ich 3 von diesen dunklen Strasssteinen hinkleben. Ja, festkleben tue ich das Ganze natürlich wie immer mit meiner geliebten Klebemaus. Ich werde euch mal noch was zu den Maßen vielleicht sagen, weil das ist ja hier so ein bisschen tricky. Aber geht auch ganz einfach. Also die Karte hat ein Grundmaß von, wie alle Karten, die ich verwende, 10,5 mal 14,7. Und dieser Cardstock hat die Maße insgesamt in der Breite 4,4 mal 14,4. Und dann ist das ja so ungefähr in dem unteren Drittel dieses Dreieck entstanden. Deswegen habe ich das dann in der Mitte sozusagen auf 2 cm genommen und habe hier geguckt, wie lang das Stück ist, 14,4, und habe gesagt, okay, bei 10 cm habe ich mir nur einfach einen Punkt gemacht und von da aus dann die 2 cm und habe das dann mit dem Bastelmesser diagonal zugeschnitten. Und bei diesem halt habe ich ein paar Zentimeter weggenommen. Und zwar ist das in der Länge 13,9 mal 4. Und das habe ich dann mir sozusagen hier hinten einfach angelegt. Also ich habe das hier so draufgepackt. Habe das dann also hinten draufgepackt. So, das war ja vorher noch ein bisschen breiter. Habe mir das hier hinten draufgepackt und habe mir dann den Punkt da drauf markiert. Und habe dann von da aus nochmal 0,2 mm nach innen gerechnet sozusagen, sodass das der Schnitt hier wieder ein bisschen schmaler ist, dass man das sieht, dass da noch so ein schmaler Rand entstanden ist. Und das Stück, was da drunter kommt, hat ein Maß von 6,5 mal 4,4 und das kleine Stück obendrauf 6 mal 4. So, dann habt ihr dazu auch gleich noch die Maße. Und jetzt werden wir das Ganze noch ankleben. Dazu nehme ich, wie gesagt, meine geliebte Klebemaus. Und ziehe hier wieder meine Bahnen. Und dann schauen wir mal, dass wir das da schön mittig hinkriegen.
Ist ja auch mal vielleicht eine schöne Karte, wenn ihr sie jetzt auch so in grün macht, wie ich vielleicht. Für eine Gartenfeier, wenn ihr mal zum Grillen eingeladen seid oder so, so als kleines Mitbringsel zu einem Sträußchen Blumen oder einem schönen Blumentopf. Sieht das ja auch mal ganz nett aus. So. Dann klebe ich jetzt aber erstmal das auf das andere drauf. Kleben wir das. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. So. War jetzt ein bisschen blöd, hätte man zuerst machen sollen. So, und jetzt kleben wir hier noch die drei Strasssteinchen an. Zweimal, jetzt habe ich hier noch was mit abgemacht. Und stehen hier wieder diese Klebelippels ab. Schauen, dass das ein bisschen einheitlich klebt. Genau, sehr schön. So, und schon ist eure Karte fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Kartensketch wieder. Bis bald und einen schönen Tag noch. Tschüss.